Hallo und willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video spielen wir mal wieder Survival und es hat sich ein bisschen was getan. Ich habe die Höhle hier ausgebaut, der Ton ist auch ein bisschen leiser, jetzt auf 80%, nicht auf 100, weil ich dann doch schon im Nachhinein gemerkt habe, dass der Ton dann ziemlich laut war. Deswegen ist er jetzt auf 80%. Das Problem ist, dass das bei mir immer nicht so laut ist, aber dann in der Aufnahme, also im Video später, ist es dann doch ziemlich laut. Ist ja eigentlich jetzt kein Problem, das habe ich einfach ein bisschen leiser gestellt. So, hier unten werden wir diese Folge nicht mehr so viel machen, weil wir haben die Höhle schon fast fertig. Da ist noch ein bisschen Eisen, aber das bisschen da, das können wir auch da lassen. Wir haben ja schon ein paar Stacks. Und sonst fehlt uns eigentlich gar nichts mehr, außer vielleicht noch so ein paar Gänge hier in der großen Höhle. Hier haben wir noch ein bisschen Kohle. Kohle werden wir auf jeden Fall noch farmen. Ein bisschen, weil ich habe nur noch 41 Fackeln und noch 8 Kohle, sonst gar nichts mehr. Ja, hier unten waren wir ja schon. Vorletzte Folge war das, glaube ich. Hier ist auch nichts mehr. Dann in der anderen Folge waren wir auch. Waren wir auch irgendwo da in einer anderen Höhle noch. In einer anderen. So eine Höhle, wie die hier aussieht. Nur ein bisschen kleiner. Ah, hier ist sie ja genau. Direkt hier. So, hier waren wir auch drin. Ja, sonst haben wir eigentlich alles erkundet in dieser riesigen Höhle hier, die wir gefunden haben, gleich am Anfang. Also unter dem Haus, unter der Höhle, die wir hier schon mal gebaut haben, also ausgegraben haben, die Höhle. Und ich werde die auch ein bisschen größer bauen. Also ich werde auf jeden Fall hier an dem Ort hier bleiben. Da oben werde ich bleiben. Aber die Höhle wird noch ein bisschen größer. Also die bleibt nicht so klein. Ihr habt ja auch am Anfang, glaube ich, schon gesehen, dass die Höhle sich auch verändert hat. Und da werden wir jetzt auch mal hingehen. So, und hier sind wir auch in der Höhle. Ich habe hier den... hier waren noch ein bisschen... Oh, da sind noch die Schatten von draußen. Ja, ich habe hier noch ein bisschen Steine hier weggehauen, die hier noch waren. Und jetzt haben wir eine größere Höhle, also ein bisschen mehr Platz. Und den Boden hier habe ich auch zugemacht, sieht man hier auch, mit dem Cobblestone. Bis jetzt nur eine Doppelkiste mit Zeug. Also mit... Ja, mit dem ganzen Stuff hier drin, was wir schon gefarmt haben. Und ich wurde auch in der letzten Folge gefragt, in den Kommentaren, was ich für einen Shader benutze. Ich benutze hier den... Wo ist er da? Shader. Ich benutze den Zeus V10 Shader. Verlinke ich auch mal in der Videobeschreibung. Also schaut einfach mal nach. Könnt ihr euch downloaden, aber das ist nichts für schlechte PCs. Der Shader ist auch... Also ist eigentlich nur für relativ gute PCs. Also ich habe jetzt auch noch nicht so einen guten, aber... Also schon einen guten, aber... Auch nicht so. Also für normale, die... Ja, kommt drauf an, was für euch normaler PC heißt. Aber eigentlich für relativ gute. Und ich habe hier auch meine Sichtweite hier auf 5 Chunks, deswegen leckt es hier nicht so. Ja, in dieser Folge werden wir hier... Ich mache da gerade mal die Fackeln aus der Hand. In dieser Folge werden wir hier ein bisschen im Wald rumgehen. Und ein bisschen die Höhle ausbauen. Ja, und dann würde ich sagen, dass wir sofort anfangen. So. Ja, und Minecraft Survival kommt auch übrigens ganz gut an, sehe ich bei euch. Ihr schreibt ja immer Kommentare. Und da sehe ich, dass ganz gut bei euch ankommt. Also freut mich natürlich. Danke für den... Danke für das nette Feedback von euch. Ich lese mir ja Kommentare gerne durch, wie ihr wisst, wenn ihr mich schon länger verfolgt, sage ich ja auch immer in den Videos. Ja, eine Eisenaxt. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Eisenwerkzeug. Ich nehme ja noch mal ein Schwert mit zur Verteidigung. Noch ein Schwert. Noch eine Schaufel. Spitzhacke. Und eigentlich noch Äxte, aber... ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit mit der Steinaxt rumlaufen, deswegen würde ich sagen, 3 Eisenerz brauchen wir. Ah, hier ist ja noch Eisen drin, ja, das ist natürlich gut. Und 8 Level bekommen.
Wir werden auch später irgendwann in den nächsten Folgen, also jetzt nicht in 5 Folgen oder so, aber in, ja, 20 Folgen oder so werden wir vielleicht ein Dorf finden hier irgendwo. Weil es gibt ja auch neue Dörfer und so, habe ich gesehen. Es gibt so im Dschungel, also im Sumpfgebiet, gibt es ja neue Häuser, die da spawnen. Also random von Minecraft generiert. Da bin ich schon gespannt drauf, was wir hier finden. Und ganz am Anfang, als ich ja noch mit hier mit die erste Folge, als ich die mit Streamlabs OBS aufgenommen habe, da hat es ja richtig geleckt. Deswegen konnte man das nicht so gut. Man konnte schon zusehen, aber. Oh, Eisen wäre vielleicht auch mal gut. Man konnte schon zusehen, aber war nicht so ganz. Das war schon ekelhaft, wenn man es so gesehen hat, weil das ging halt wirklich gar nicht. Wenn ein Video laggt, dann. Ja, dann guckt man nicht gerne zu. Grüße gehen raus an YouGamer, falls du es irgendwann schaust, das Video. Weil die hat es ja in den Aufnahmen auch geleckt, aber kann ich verstehen, da war ja auf deinem PC noch nicht so gut. Das hast du ja neu. Ja. Und auch besser als ich. Oh, die Melonen soll ich nicht alle aufessen. Müssen wir noch anbauen. Fische. Es wäre eigentlich auch ganz schlau, Schweinefleisch hier reinzumachen. So. Geht leider nicht so wie auf Creeper Games, dass es schnell brät. Man muss ja wirklich warten. Was machen wir so lange? Wir können ja auch unterwegs. Ja. Ich weiß nicht, ob es hier noch. Es wird eh jetzt wieder Nacht. Also wir müssen noch ein bisschen warten. Dann können wir halt noch im Bett schlafen hier. Und dann können wir uns auf die Jagd nach Bäumen machen. Also auf Holz. Auf Holzjagd machen. So, man will ja auch nicht bei Nacht farmen. Es geht auch ziemlich schnell hier. Hier sind auch viele Fische. Wir haben ja richtig viel zu essen immer. Und, Moment. Wenn ihr die Fische getötet habt, zeige ich es euch. Hier spawnen ja auch immer Tintenfische und normale Fische, also haben wir immer Essen. Und, falls wir irgendwann Kohle brauchen und in der Höhle nichts mehr ist, dann habe ich noch gefunden, haben wir oben an der Decke haben wir auch hier Kohle. Also wir haben immer Fackeln hier. Ja, Holz haben wir hier überall. Und Fackeln. Hier. Ich werde auch später wahrscheinlich dann die Höhle nutzen, die vielleicht ausbauen, um hier Bäume reinzupflanzen, überall Fackeln hin. Weil, wofür soll man die sonst benutzen, die Höhle? Ich meine, hier ist Lava, kann man ja wegmachen. Aber hier spawnt ja nicht. Hier spawnen ja keine Erze, also kann man ja auch nicht. Auch eigentlich Gras hinbauen. Also Erde. Behutsamkeitsschaufeln haben wir ja noch nicht. Also Erde, so da, so wie da. Und dann ganz viele Fackeln, Licht drin. Und dann können wir halt Bäume anpflanzen, dass wir nicht immer nach draußen gehen müssen, zum Beispiel nachts und aus irgendeinem Grund kein Bett haben sollten. Hier drin haben wir dann auch noch immer was. Also haben wir hier eine Höhle, können vielleicht 500 Blöcke weiter graben, dann finden wir vielleicht die nächste Höhle. Und Bäume haben wir hier auch drin, also dann haben wir immer Fackeln und so. Und in der nächsten Höhle dann Eisen. Und ja, Holz ergibt Holzbretter und aus Holzbrettern kann man ja Sticks machen. Und aus den Sticks kann man die Tür. So. Aus den Sticks kann man ja dann auch ein Schwert machen. Haben wir immer Verteidigung hier drin. So, dann müssen wir kurz warten, bis Nacht wird. Bis Tag wird. So. Knochenmehl, wo haben wir das denn her? Aus den Fischen da. Als ob man Knochenmehl aus Fischen bekommt. Schon wieder Fische. Oh, da sind noch Zombies, höre ich gerade, ja. Oh nee. Nicht mit Wasser, der verbrennt sonst nicht. Ich hack jetzt hier einen kurzen Baum, weil das da oben schon Rest in der Ecke ein bisschen nervt. So, zack. Okay. Ja, wir hätten jetzt eigentlich alles auf zur Jagd. Wir hätten jetzt alles zur Jagd. Ich meine, es wird ja schnell wieder Nacht, relativ schnell. Das heißt, wir können. Nimm es einfach mal mit. Die Äxte. Und ich habe hier schon irgendwie 10 Minuten in dem Video nur gelabert. Aber ich wollte euch einfach mal zeigen, was ich hier alles so gemacht habe in der Höhle. Ja, ich war fleißig. So größere Projekte.
aushöhlen und sowas, das mache ich natürlich immer nicht. Nehme ich natürlich nicht auf, weil das ist ja langweilig. Ich meine hier jetzt beim. Oh nein! Oh. Also, die Rüstung hält auch nicht für Fallschaden. Also, wenn man Rüstung hat, bringt das auch nichts, wenn man runterfällt. Da braucht man schon Federfall. Wird auch irgendwann mal kommen auf diesem Kanal hier ein Video zu Fallschaden. Ja genau, aushöhlen mache ich nicht so auf Video, das wäre langweilig. Bäume fällen, ich meine, es ist ein Survival-Projekt, man kann ja farmen. Es ist auch gut, dass man, also man kann ja, wofür mache ich sonst das Let's Play? Ich mache es, weil es euch gefällt, ne? Ich sehe es ja, Videos kommen gut an. Und natürlich ist der Großteil von Survival Farm. Was soll man sonst machen? Bauen kann man natürlich auch, aber Farm ist halt der Großteil von Survival. Und ja, aushöhlen ist halt nicht so spannend, aber Farm ist ja halt was anderes. Ich verstehe, was ich meine. So. Gut. Und ich weise nochmal auf meinen Zweitkanal hin, meinen GTA. Also nicht GTA-Kanal, aber mein Spielekanal. Der wird auch bald das erste GTA-Video online kommen. Nächste Woche Mittwoch. Also in einer Woche. Wenn ich das Video her. Also das Video sollte eigentlich am Mittwoch rauskommen. Wenn ihr das am Mittwoch seht, dann habe ich alles geschafft. So, dann hat alles geklappt. Also in einer Woche dann sollte dann das erste GTA-Video rauskommen auf diesem Kanal. Checkt ihn gerne ab. In der Videobeschreibung ist es der erste Link. Der erste Link. Und hier oben rechts nochmal eine Infokarte. Und der Endcard dann später sowieso nochmal. Füge ich ja auch immer jetzt ein. Und mein Discord-Server ist natürlich dann auch in der zweite Link in der Videobeschreibung. Den Baum immer ganz abfällen, sonst hängen hier immer Blätter rum. Und das mag ich nicht so. So. Hoffentlich ist jetzt nichts anderes noch. So, ja, das sieht ganz gut aus. So. Ja. Okay, das leckt mir jetzt ein bisschen. Hier unten, in der hat es ein bisschen geleckt. Und ich werde es auch alles. Also ich werde alles hier in Survival spielen. Ihr seht. Nee, das kann ich jetzt gar nicht zeigen. Aber ich mache hier. Ich kann zwar Cheats benutzen, aber ich mache hier auch die Game Rule auf Keep Inventory False. Also dass ich mein Inventar verlieren kann. Ich weiß gar nicht, ob das aktiviert war, aber trotzdem. Ja, dass halt mein Inventar verlieren kann. Das gehört halt einfach bei Survival dazu, weil manche YouTuber machen das ja so, sehe ich auch manchmal, dass die Keep Inventory anhaben, also ihr Inventar dann behalten können. Info-Video, ein ganz normales Video, wird dann auch irgendwann mal zu Game Rules rauskommen. Das, was ich gerade gemacht habe. Aber ich finde, dass es nicht so richtig Survival ist, wenn man Inventar verlieren kann. Also nicht verlieren kann. Das ist halt die Game Rule Keep Inventory auf Truth. Also dass wenn man stirbt, zum Beispiel in der Lava, dann fällt das Zeug nicht in die Lava oder so. Aber ich lasse es eigentlich aus. Früher habe ich es auch immer angemacht, weil ich so ein kleiner Schisser war mit Inventar verlieren. Aber ich finde, das gehört einfach halt auch einfach dazu bei Survival. So, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das findet. Also, ja, wie gesagt, ich finde, es gehört dazu. Ein bisschen Holz, 28 schon. Ging eigentlich gar nicht so schnell. Den Baum würde ich hier sogar lassen. Vor der Höhle. Dass wir auch ein bisschen Bäume haben. Ich gehe jetzt auch mal zu dem Ort, den ich auch vorhin angekündigt habe. Also, den ich auch vorhin gesagt habe. Wir müssen einfach hier hin. Hoffentlich verlaufe ich mich jetzt nicht. So. Genau, das Bambus, da muss man aufpassen. Da kann man sich so leicht verhängen. So. Gut. Da ist auch eine Höhle, sehe ich gerade. Der Shader ist einfach geil. Also für die 1.14 ist der Shader halt noch nicht so gut. Es gibt da schon bessere Shader.
Der ist auch nicht für die 1.14 gemacht. Okay, FPS sind trotzdem noch stabil. Dann lasse ich die Sichtweite mal so. Gut. Ja, also hier ist der Ort. Ich will jetzt auch mal die Chunks neu laden. Nee, geht gar nicht. Hier ist der Ort. Also hier geht es dann weiter halt zum Sumpf. Da ist noch eine Höhle. Aber ich würde sagen, zum Sumpf gehen wir, weiß ich gar nicht. Da oben ist auch Schnee. Ja, Winter ist halt jetzt schon, es ist halt schon Mitte, also Anfang Januar. Es dauert nicht mal so lang, bis es Frühling wird. Schreibt mal auch eure Jahreszeit, eure Lieblingsjahreszeit, wenn ihr das Video hier noch schaut. Schreibt es mal in die Kommentare. Dann sage ich auch in der nächsten Folge, was meine ist. Ja, also die Bäume könnte man. Die sind halt alle im Sumpf, da muss man halt durchfilmen. Oder da vorne. Wir gehen da vorne hin, wir machen es so. Stelle Holzbretter hier her, das Rezeptbuch hilft dir. Ich will aber das Rezept. Ich habe das alles schon gemacht. So. Und wenn ich wieder hier aus der Welt gehe, wieder dann neu in die Welt komme, dann kommt es wahrscheinlich nochmal. So. Überall diese Fische. Und das finde ich auch. Ich finde, ein bisschen was fehlt unter Wasser von dem Update, was in Minecraft kam. Zum Beispiel Haie oder so. Also Haie wünsche ich mir schon immer, dass die kommen. Weil da hat man auch ein bisschen, habe ich dann auch ein bisschen Angst, ins Meer zu gehen. Weil Haie sind, kann ich mir vorstellen, dass die dann schon gefährlich sind in Minecraft. Ja, die Bäume kann man noch viel besser farmen. Oh. Also jetzt nicht so in so welchen Gebieten hier, in dem Fluss oder im kleinen Sumpf, aber schon im Meer. Und dass die halt das Boot dann auch rammen können und so. Fände ich ganz geil. Aber Unterwasser-Zombies, ich weiß nicht. Das sind halt die einzigen gefährlichen Monster, also Mobs, die es hier noch, also bis jetzt in Minecraft gibt. Unter Wasser. Oh, hallo. Wir können auch mal bald eine Hühnerfarm machen. Ich habe halt leider keinen Weizen. Noch keinen Zaun. Also noch kein Gehege, das ich hier reinstelle. Hühner, wofür braucht man die denn? Eigentlich für Eier, die geben Kuchen. Mit Kuchen kann man halt essen, aber wofür braucht man sonst Eier? Dann werde ich auch irgendwann noch eine Schaffarm machen. Da werde ich auch ganz viel Wolle herstellen. Und, also ich will jetzt so nicht in Massen produzieren wie auf FIFA Games. Da produziert ja jeder nur in Massen. Also doppelkistenweise. Aber ich werde ein bisschen, also ich werde nicht so wenig herstellen, aber schon viel. So, dass es reicht. Weil ich habe ja auch am Anfang gesagt, in den ersten paar Folgen, dass ich nicht so ein großes, dass ich nicht so große Projekte angehen will, weil man nimmt sich dann so viel vor und dann hat man so viel zu bauen und so und dann vergeht einem das, also man hat da gar keine Lust mehr am Spiel, weil man jetzt so viel, so ein großes Projekt hat und dann so halt so viel macht. Da ist man dann irgendwann schon. Man auch irgendwann keine Lust mehr und das will ich nicht, deswegen will ich eher so kleine Projekte haben. Habe auch mir jetzt kein Haus gebaut, weil ich wollte es einfach mal anders machen. Man hat halt eine Höhle. Baumhaus wäre auch was, aber wird auch noch kommen. Also ich habe jetzt hier Minecraft Survival. Ich werde mir auch demnächst wird auch ein neues Projekt kommen. Also kein Survival-Projekt, sondern die Fancy-Stadt. Ich kann es dir mal sagen, ja, es wird wieder die Fansichtstadt kommen. Der Shader ist noch ein bisschen buggy. Buggy, buggy. Ne, da sind wir herge. Moment. Moment. Oh, der Shader, der ist ein bisschen. Ne, da. Ne, auf jeden Fall nicht.
Okay, ich nehme erst doch. Zum Glück haben wir die Fackeln mit. Du hast doch die Fackeln in der Hand. Also es wird wieder die Fantasy-Stadt kommen. Die, die die Fantasy-Stadt verfolgt haben, also ein bisschen, habe ja zwei, drei Videos rausgebracht, was ich da alles gebaut habe. Für die Leute, die es nicht wissen, die neu auf meinem Kanal sind. Die Fantasy-Stadt ist eine Stadt, die ich selber baue. Und da kommen auch alle meine Haus-Tutorials, also alle meine Häuser rein, die ich bei der Haus-Tutorial-Playlist gebaut habe. Könnt ihr auch gerne mal abchecken. Hier oben rechts ist jetzt auch die Playlist von Haus bauen oder Häuser bauen drin verlinkt. Ja, es ist halt eine Stadt, in der ich die ganzen Gebäude baue, die so in eine Stadt kommen. Also die so in der Stadt gehören. Aber jetzt werde ich hier schon ein bisschen nervös. Also nicht nervös. Ich hoffe, ich finde meine Höhle wieder. Ich muss ja irgendwann mal so Fackeln aufstellen, dass ich wieder zurückwende. Also hier war es auf jeden Fall nicht. Ich will ja auch gar keine Cheats benutzen, also. Da ein Creeper. Okay. Herzen laden ja noch relativ schnell aus. Auf. Ja, jetzt ist halt ganz Nacht, ne? Man sieht halt jetzt gar nichts mehr. Und ich werde dann jetzt auch an der Stelle den Cut machen, weil ich die ganze Zeit hier rumrenne und bringt halt nichts. Also wir sehen uns dann, wenn ich die Höhle gefunden habe und es wieder Tag ist. Da, oder? Und ja, okay, geil. Okay, wir sind wieder bei der Höhle. Es hat jetzt ein bisschen gedauert. Wir sind jetzt hier ja durch den ganzen Tag gelaufen. Also durch den halben Tag gelaufen. Und durch die ganze Nacht. Also ich bin da durchgelaufen. Besser gesagt, das war... Ich wollte mich schon auf den Baum stellen, da ganz oben. Und gucken, also meine Sichtweite drauf machen. Und gucken dann, wo meine Höhle ist. Aber hat dann doch so funktioniert. Boah. Also, das war gar nicht mal so weit weg, wenn ich das hier gerade überlege. Aber es... Ich bin halt durch in eine Richtung gelaufen. Und was wir gefarmt haben, sind nicht mal ein Stack Eichenstämme. Also wir müssen schon ein bisschen weiter farmen gehen, aber erstmal die restlichen Sachen ablegen. Und wir werden dann auch bald wieder in der nächsten Folge dann, also diese Folge dann bald beenden und die nächste Folge dann anfangen. Aber so 15 Minuten, also nicht 15, also 5 bis 10 Minuten wird die Folge noch gehen. Dass wir mindestens ein, zwei Sticks haben an Eichenstämmen. Oder an der. Den Baum lasse ich mal lieber. Ich könnte auch eigentlich jetzt im Sumpf bleiben die ganze Nacht. Dass ich da halt besser farmen kann. Und hier sind auch nochmal Höhlen. Nehmen wir jetzt auch mal meine Fackeln hier. Nein, das war falsch. Da. Ja, okay, ist jetzt nicht so groß. Hier ist halt gar nichts drin. Und hier ist halt ein bisschen Eisen. Ja, das nehmen wir mit. Und locker haben wir eine Eisenspitzhacke. Leuchten wir kurz aus. Und dann lassen einfach so. Ja, okay. Und hier geht's ja weiter. Schade. Oh ne, jetzt müssen wir wieder kurz durch das ganze Wasser. Seht ihr mal, also wenn ihr euch irgendwie Wasserläuferschuhe ja irgendwie besorgen könnt, dann macht es am besten, weil das ist schon richtig ätzend hier durchzulaufen. So, den Baum nehmen wir mal mit. Können ja wieder neue pflanzen. So. Okay. Aber das auch, sind ja keine Blätter, also keine Stämme mehr, keine Eisenstämme. Sieht nicht so aus. Ja, die nächste Axt. Wir werden auf jeden Fall ein paar Folgen hier farmen gehen, aber wahrscheinlich nicht nur farmen. Also nicht nur Holz farmen, sondern auch andere Sachen, zum Beispiel. Fällt mir gar nichts ein. was kann man denn noch so machen? Ja, vielleicht ab und zu mal zwischendrin. Also auf jeden Fall Großteil nach Farm, aber zwischendrin mal ein paar Folgen bauen hier an der Höhle. Dass wir den Boden dann auch mal auskleiden.
Sieht ja noch nicht so aus. Also die ganze Höhle muss noch schöner gemacht werden. Der Boden kommt noch auf jeden Fall aus Holz oder aus... Wo schon wieder Knochenmehl? Ich gucke jetzt auch mal gleich, wie man Komposter macht. Ein Komposter. Wo ist er denn? Ne, hier ist er. Das sind nur die Dinge, die ich... Ne, weiß, wie der aussieht, aber ich weiß nicht, wie man den craftet. Ein Fass habe ich schon. Ja, das weiß ich. Redstone auf jeden Fall nicht. Hä? Achso. So geht das, okay. Ein Fass, ein... Wo ist denn hier ein Komposter? Ein... Wo ist der denn? Ich glaube, irgendwann irgendwer schreibt jetzt in die Kommentare, da war der doch, du hast ihn übersehen oder so. Aber ich sehe den ja wirklich nicht. Ah, ganz einfach, okay. Jetzt, So, jetzt weiß ich, wie es geht. Also, einmal Sticks. Wir brauchen Sticks. Aus denen kann man jetzt die Zäune machen. Ah, Fail, Moment. Es kommt raus. Aus denen kann man jetzt... Ging das so? Ja, so ging das. Und noch eins. Noch mehr. So. Eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei. Jetzt kann man hier die Zäune hinmachen. Und jetzt hier den Komposter. Ah, jetzt, okay. Jetzt geht's auch. Also, und dadurch kriegt man jetzt auch Knochenmehl. Na, das weiß ich, wie es geht. Den werde ich auch mal draußen hinstellen. Dann kommt hier der ganze Müll rein. Zum Beispiel die der Bambus. Bringt ja auch nichts, den anzubauen. Wir haben ja so viel Bambus, also den kann man gar nicht verbrauchen. Ich weiß auch nicht, wofür man den Bambus jetzt eigentlich so braucht. Nee, Moment. Den kann man da gar nicht reinmachen. Den kann man halt Pandas zum Essen geben, aber... Hä? Den kann man da gar nicht reinmachen. Ah, nee, das wollte ich nicht. Okay. Aber Erde? Hä? Was kann man denn da alles reinmachen? Das kann man essen? Ich will jetzt auch mal meinen Hunger hier auffüllen. Was kann man denn da? Wahrscheinlich Gras oder so. Da ist ein Weißkorn. Probiere ich mal mit dem hier. Dann liegt es daran, dass ich auf dem Komposter stand. Ah ne, jetzt geht's. Ah ne, den kann man anpflanzen. Das... Okay. Also... Das ist... Hä? Als ob man das da nicht reinmachen kann. Was habe ich denn hier noch so? Eichensetzlinge? Ja, nehmen wir mal mit. Wir haben ja noch bei den Bäumen da genug. Ja, das geht. Das kann man dann noch reinmachen. Also, ja, ich forsche das ja geradeaus. Ganz geil. Ich habe es noch nie so ausprobiert. Noch nie so richtig. Pilz wahrscheinlich. Fäden. Aber sonst? Ja, Pilz geht. Fäden? Nee, Fäden gehen nicht. Ja, okay. Okay. Das soll das eigentlich gewesen sein. Mit dieser Folge. Wir haben es nicht so viel gefarmt, aber ein bisschen... Wir wurden von Zombies gejagt und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge fahren wir vielleicht auch nochmal ein bisschen oder verkleiden schon mal die Höhle. Also, gestalten die mal hier um. Hier muss ja noch einiges gemacht werden, seht ihr, ist noch einiges zu tun. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Unten links kannst du mich abonnieren, oben rechts findest du ein zufälliges Video, oben links eine zufällige Playlist, unten rechts kannst du meinen Zweitkanal abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.